Jean-Patrick Hinrichsen ist ein neues Gesicht hier beim FC Unterföhring. Der Nationalspieler von den Philippinen kommt ursprünglich aus Hessen und spielte davor bei der dritten Mannschaft des HSV. Und ich freue mich, dass er jetzt hier ist in München. Einen schönen guten Abend. Hallo. Herzlich willkommen in München und hier in Unterföhring. Was hat Sie denn hier nach München verschlagen? Ich bin primär berufsbedingt hergezogen. Das heißt, in Hamburg alle Zelte abgebrochen und dann nach München gekommen. Und was hat Sie dann hier zum FC Unterföhring verschlagen? Weil es ist ja ein recht kleiner Verein. Außerhalb kennt man den ja eigentlich sehr, ich würde jetzt mal sagen, eher schwer. Ja? Also klar, die Experten hier in München kennen den FC Unterföhring, wissen, dass der in der Regionalliga war. Für mich war ausschlaggebend die Region, wo ich spielen wollte, beziehungsweise auch wo der Verein den Hauptsitz hat. Und ich hatte geschaut, ich arbeite in Unterschleißheim. Aktuell wohne ich in Schwabing, habe jetzt eine Wohnung in Freimann zum 1.7. Und da lag es ganz nahe, dass ich sozusagen hier in der Umgebung spielen wollte, nicht so weit die weite Wege gehen möchte. Und hatte Gespräche mit verschiedenen Vereinen. Lustigerweise auch mit Vereinen, die jetzt in der Landesliga auch, gegen die man spielen wird. Und schlussendlich war es halt einfach nur die Entscheidung unter Föhring, weil es menschlich ganz gut gepasst hat. Aber wie genau werden Sie darauf aufmerksam? Also gerade als Hamburger, letztendlich gibt es ja den FC Ismaning noch, der jetzt in der Bayernliga spielt. Der VfR Garching spielt ja in der Regionalliga, ist ja auch nicht ganz weit von hier. Das stimmt. Garching hatte ich gar nicht auf dem Radar, Ismaning schon. War dann hier unter Föhring im Training und wie gesagt, hatte auch Gespräche noch mit anderen Vereinen, aber ich hatte das Gefühl, dass ich hier menschlich ganz gut aufgehoben bin, und für mich ist halt natürlich neben dem Sport natürlich auch ein sozialer Aspekt ganz wichtig hier. Das sind so die Jungs, die ich kennenlernen werde, die mich hier ein bisschen rumführen werden wahrscheinlich auch, und das war dann sozusagen ausschlaggebend dafür und weswegen ich mich für Unterföhring entschieden habe. Sie waren jetzt ein halbes Jahr lang vereinslos und davor haben Sie ja bei der dritten Mannschaft vom HSV gespielt. Wie schwer ist die Zeit? Also ich würde jetzt sagen, Sie sind ein fußballverrückter Mensch und ohne Fußball geht es ja dann eigentlich doch nicht. Das stimmt. Mir war noch nicht klar, wo ich landen werde. Also Frankfurt war im Gespräch, München war im Gespräch, Düsseldorf oder ganz Ausland. Ganz ohne Fußball stimmt nicht. Ich habe ab und zu mich hier und dort mal natürlich fit gehalten, mittrainiert und war jetzt noch einen Monat bzw. anderthalb Monate in Thailand. Hatte mit dem Gedanken gespielt, in der thailändischen Liga zu spielen. Hatte da Training in der zweiten Liga und der dritten Liga auch gehabt. Ja, also ganz ohne Fußball jetzt ist nicht korrekt. Sie spielt mit einem ganz prominenten Fußballer, einem ehemaligen Nationalspieler beim HSV, Marcel Janssen. Ja. Der heutige HSV-Präsident, soweit ich richtig informiert bin, war Christian Rahn auch ihr Trainer. Ja. Auch ein recht bekannter, prominenter Fußballspieler. Zurück zu Marcel Janssen. Welche Art Person ist er? Warum ist er jetzt der Richtige für den Post des HSV-Präsidenten? Also Cello ist ein wirklich bodenständiger Typ. Saß in der Kabine neben mir, war auch so mit ihm privat viel unterwegs. Wirklich dafür, also man merkt nicht, dass er ganz oben zu den Top-Spielern gehörte in der Bundesliga oder der Nationalmannschaft. Super bodenständig, weiß, woher er kommt, weiß, wie man mit Geld umgeht. Ist keiner, der hier groß mit der Geldpistole rumschießt, sag ich mal, sondern ist sehr bodenständig und dementsprechend, glaube ich, ist er der Richtige für den HSV. Sie waren Nationalspieler bei den Philippinen und das, obwohl Sie selber eigentlich nie Profi waren. Welche Erfahrungen nimmt man aus dieser Zeit mit? Es ist natürlich eine Weltklasse-Sache. Mein damaliger Trainer, Hans-Michael Weiß, hatte mir in jungen Jahren, mit 19, gesagt gehabt, hier Patrick, ich nehme dich überall mit, wo du kannst, wo es möglich ist bei dir. Nimm die Erfahrung mit. Allein die Reisen, die Länder, die man bereist, die man sieht, ob es jetzt Kambodscha ist, Myanmar ist, ob es Bangladesch ist, man überall hinkommt, ist einfach eine super Erfahrung. Man spielt für ein Land, man repräsentiert ein Land, 95 Millionen, das ist schon eine Menge, und man ist wirklich stolz, weil man, sag ich mal, drüben eine Rolle spielt, man ist wichtig und hier zu Hause doch trotzdem noch alles familiär und klein gehalten ist. Wie sehen Sie so die aktuelle Entwicklung des philippinischen Fußballs? Also der bekannteste Spieler aus den Philippinen, der hier in Deutschland war, war Stefan Schröck. Ja, die Entwicklung ist positiv, stagnierte zwischenzeitlich mal. Der Hype war recht groß, als ich angefangen hatte, als auch Stefan rüberkam. Mit Schröcki wurde der Hype natürlich noch größer. Aber Missmanagement und ein paar Sachen, die in Philippinen halt natürlich nicht zu vermeiden sind,
haben dazu geführt, dass da ein bisschen der Fußball stagnierte. Und jetzt wieder sind wir auf dem richtigen Weg. Es gibt eine richtige einheimische Liga, eine professionelle Liga, die spielen bei den, beim AFC Cup mit, also heißt der europäische der Euroleague in Asien oder Champions League in Asien gibt es dort auch. Dementsprechend ist es schon, macht es den richtigen. Wie ist die richtige Richtung schon eingeschlagen worden? Es gibt eine lustige Geschichte zu Stefan Schröck. Sie haben ihn zur Nationalmannschaft gelotst, ist das richtig? Ja, ich habe mit der Schwester recht häufig telefoniert und geschrieben, weil Stefan hat damals wenig Kontakt zur Nationalmannschaft gehabt und ich war schon drüben. Und da ich als Deutscher sozusagen einfacher mit der Schwester reden konnte, sollte, habe ich die Schwester davon überzeugen müssen oder erzählen müssen, dass es wirklich professionell ist, dass für alles gesorgt wird. Und so kam der erste Kontakt mit der Familie Schröck, sag ich mal, zustande. Aber Sie kannten die Schwester davor schon, nehme ich an? Nee, gar nicht. Das war wirklich am Telefon hier, das ist die Schwester von Stefan. Ich meinte so, okay, welcher Stefan? Ja, Schröcki. Ich meinte so, ja, okay, kein Problem, mach ich mal. Und was ist er so für ein Typ, der Schröck? Schröcki ist ein Weltklasse-Typ. Also Schröcki hat ja in Frankfurt auch gespielt, als ich in Frankfurt auch war. Wirklich ein herzensguter Mensch, der mir geholfen hat. Als ich verletzt war in Darmstadt, hat er mir geholfen. Wir sind zusammen zum Arzt gefahren. Er hat mich abgeholt vom Arzt, hat mich zum Arzt gebracht, zur Physio gebracht. Haben viel Zeit zusammen verbracht, abends auch. Wirklich ein super Mensch. Auch jetzt, als ich jetzt in Asien war, meinte er, hier Patrick, wenn du nach Philippinen willst, ich kläre dir alles, ich mache dir alles klar. Organisiere das für dich. Genauso wie seine Frau Pina. Wirklich super, super nette Menschen einfach nur. Gibt es noch die Ambition, für die Nationalmannschaft aufzulaufen? Jederzeit gerne eigentlich. Nur wurde mir klipp und klar damals gesagt von Thomas Dooley, dass ich unter Regionalliga nicht nochmal antanzen muss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.